Mitten im Herzen von Hamburg, ganz in der Nähe der Gerichtsgebäude, der Gnadenkirche, des Untersuchungsgefängnisses, neben der Hamburger Messe und dem Fernsehturm. Verwaltungsmäßig zum Hamburger Stadtteil St. Pauli gehörend, einen Steinwurf von der Reeperbahn entfernt, liegt eine der interessantesten und zugleich schönsten Schulen Hamburgs, die Abendschule vor dem Holstentor, wie Herr Heinrichs, der gegenwärtige Schulleiter, auch nachdrücklich betont. Was ist in Ihren Augen das ganz Besondere an unserer Schule? Das ganz Besondere ist zum einen, dass es natürlich erwachsene Schülerinnen und Schüler sind, die hier zur Schule gehen. Das Besondere ist auch, dass alle, die hier sind, freiwillig hier sind. Das heißt, sie haben sich ein Ziel gesetzt, etwas vorgenommen, das sie auch ansteuern. Das Besondere ist auch, dass es ganz viele Schülerinnen und Schüler gibt, gerade im Haupt- und Realschulbereich, die relativ neu in Deutschland sind, die auch noch sprachliche Probleme haben und die sich trotzdem diese Herausforderung stellen, Bildungsabschluss zu haben, anzustreben, weil sie sich auch damit eine Zukunft aufbauen wollen. Und das Besondere ist auch, dass man natürlich als Lehrkraft, als Lehrer auch ganz anders handeln und agieren muss als an einer anderen Schule. Hier, wo erwachsene Berufstätige nicht nur ihren Hauptschul- oder Realschulabschluss auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg im Rahmen einer Abendschule nachmachen können, sondern auch das Fachabitur oder das Abitur, das heißt die allgemeine Hochschulreife, erwerben können, treffen sich heute im Jahre 2015 Menschen aus vielerlei Ländern und Kulturkreisen, um sich fort- und weiterzubilden, um neue Chancen im Berufsleben zu erhalten
und um ihre persönliche Qualifikation für den immer anspruchsvoller werdenden Arbeitsmarkt zu verbessern. Die Schule selbst kann heute inzwischen auf ihr 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Auf Tausende von erfolgreichen Schülerinnen und Schülern, die hier ihren Abschluss erworben haben, sei es nun das Abitur, das Fachabitur, den Realschul- oder den Hauptschulabschluss. Dieses Jubiläum war auch für Olaf Scholz, den ersten Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, Grund genug mitzufeiern. Ja, hier sind alles dabei. Gut, dann schauen wir mal durch. Das, hier ist alles dabei, was zur Anmeldung benötigt ja, wird. Ja, den Antrag habe ich ausgefüllt. Den das Lebenslauf, ist gut. Der Lebenslauf, ja. Die Zeugnis von der 1. Klasse. Gut. Und Sie wollen in die 12. Klasse genau. Bei uns einsteigen? Ja. Das sieht mir schon mal ganz gut aus, ja. Ich parke mal ab. Ihren Ausweis haben Sie dabei? Ja, aber die haben wir auch blockiert. Ah gut, dann reicht mir das. Mehr brauchen wir heute nicht. Gut. Und Sie wissen, dass wir am 1. Februar beginnen. Okay. Gut. Und dieses Jubiläum ist auch der Anlass dafür, einen Rückblick auf die Geschichte dieser Schule und des Schulgebäudes vorzunehmen, in welchem nun schon so lange erfolgreich im Rahmen des zweiten Bildungswegs gearbeitet und gelernt wird. Von Schülerinnen und Schülern, von Lehrerinnen und Lehrern. Das Gebäude entstand vor mehr als 140 Jahren. Zwischen 1873 und 1875, als ein bedeutendes Werk des damals in Deutschland, aber auch im übrigen Europa vorherrschenden Baustils des sogenannten Historismus. Der Name der Schule war damals Höhere Bürgerschule und es war damals eine reine Jungenschule. Nach 1897 war die Schule dann eine Oberrealschule, das heißt eine höhere Schule, an der die Mathematik und die Naturwissenschaften im Mittelpunkt standen, wie heute noch an den vier Köpfen von bedeutenden Wissenschaftlern in der Aula zu erkennen ist. Es sind Charles Darwin, der berühmte Evolutionstheoretiker, Justus von Liebig, der weltbekannte Chemiker und Erfinder des Kunstdüngers, Friedrich Gauss, der geniale Mathematiker, und der weltberühmte Naturforscher und kosmopolitische Weltreisende Alexander von Humboldt, deren Köpfe sozusagen symbolisch die damalige Ausrichtung der Schule verkörpern und auch heute noch in der Aula, wenngleich schweigend, verkünden. Der nächste, bitte. Ich habe auch gehört. Ja. Danke. Tschüss. Das 1945 offiziell gegründete Abendgymnasium, das damals zunächst als Abendoberschule bezeichnet wurde, war schon von Anfang an ein Magnet für bildungshungrige und bildungswillige Menschen. Vor allem für solche, die infolge der Kriegs- und Nachkriegswirren während und nach dem Zweiten Weltkrieg keinen regulären Schulabschluss hatten erwerben können und nun auf diesem Weg des Schulbesuches einer Abendschule versuchten, den ihnen versagt gebliebenen schulischen Abschluss nachzuholen. Einige der Abiturientinnen und Abiturienten, die in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland hier an dieser Schule ihr Abitur machten,
haben für uns von dem erzählt, wie es damals an der Abendschule war und welche Bedeutung die Schule und der dort erworbene Abschluss für sie dann später hatten. Also es war natürlich ein erhebendes Gefühl, es dann endlich zu haben, weil der Weg frei war für ein Studium, das ist völlig klar. Hat sich Ihr damaliger schulischer Einsatz für Ihr späteres Leben, Ihre weitere berufliche Entwicklung gelohnt? Ich denke auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Also auf der einen Seite hat es mich also persönlich weitergebildet oder weiterentwickeln lassen, weil ich, wenn man so in die 60er Jahre zurückgeht, das erste Mal eine Entscheidung getroffen habe gegen Widerstände. Ja, gerade im Zusammenhang jetzt mit dem 50-jährigen Abitur habe ich darüber nachgedacht, weil wir uns natürlich auch die Fragen gestellt haben untereinander. Und ich glaube, sagen zu können, heute für mich war von der Erziehung her, vom Elternhaus, Bildung und Ausbildung immer ein Weg zur Freiheit. Aber nicht nur diese ehemaligen Schülerinnen und Schüler, sondern auch die, die später ihren Abschluss machten, wissen noch viel von dem zu erzählen, was die Abendschule für sie bedeutet hat. Im Abstand von einem Vierteljahrhundert, was war das Wichtigste, was sie damals an der Abendschule gelernt haben, gewissermaßen fürs Leben gelernt haben? Das war die Steigerung meines Selbstwertgefühls, dadurch, dass ich mir auch ziemlich sicher war, das Abitur zu schaffen. Und dadurch eben zu denen gehörten, die das Abitur hatten und einen anderen Blick auf die Welt, als ich vorher hatte. Was war das Wichtigste, was Sie damals an der Abendschule gelernt haben, gewissermaßen fürs Leben gelernt haben? Dass man Hindernisse überwinden kann, wenn man es will. Also ich glaube, das Wichtigste, was mir dann hinterher bewusst geworden ist, dass ich etwas schaffen kann, wenn ich es will und dass ich eigentlich auch heute noch sagen kann, so schnell bringt mich nichts unter. Das war eigentlich so vom Ende der Schulersacke. Irgendwie, was immer kommt, das schaffe ich. Von den Bildungsinhalten hier kann ich es nicht sagen. Es ist mehr so das Charakterliche, die charakterliche Weiterentwicklung, die da eine Rolle spielt. Und nicht vor allem die Erfahrung, dass man durchhalten kann, auch die Grenzen, auch die physischen Grenzen, die man da ja erfahren hat. Und das ist eigentlich das Wesentliche, nicht? Auch dass man es schafft, wenn man sich anstrengt und mal 3 Jahre durchhält. Und die Ehemaligen wussten auch davon zu berichten, wie das Schulleben an der Abendschule vor Jahrzehnten war und welche Probleme es damals für sie gab. Was waren für Sie persönlich damals die größten Probleme, mit denen Sie während der Schulzeit zu kämpfen hatten? Ich denke, ein großes Problem war, dass man die Abende nicht frei hatte und auf gewisse Gruppen an Freunden verzichten musste. Denn die Abende waren nicht frei, um mal irgendwo hinzugehen. Die Wochenende waren mit Hausaufgaben voll. Und dadurch haben sich dann sehr viele Freunde abgekehrt. Wir hatten eine schöne Klasse und dann hatten wir neue Freunde. Aber auch die hatten natürlich keine Zeit, weil wir alle miteinander irgendwie lernen mussten. Und ich bin also eben, wie gesagt, gerne ins Theater gegangen und all diese Dinge fielen dann einfach weg. Aber gut, das wusste man im Voraus und da hatte man dann geplant, das mal zu vergessen in der Zeit. Es war schlicht die Zeit. Damals ist es so gewesen, ich habe ja insgesamt 3 Jahre gebraucht bis zum Abitur, dass man 2, 2,5 Jahre berufstätig sein musste. Man kriegt auch keine Unterstützung. Erst im letzten halben Jahr bekam man dann so etwas, was den heutigen BAföG-Vergleich auch war. Früher hieß es Honneb. Davon kann man auch nicht so recht leben, aber gut, die Frau hat dann damals schon ein bisschen mitgeholfen. Zum Teil die berufliche Belastung. Ich war voll berufstätig, hatte eine relativ verantwortungsvolle Position. Ich musste in einem Betrieb die Führung neu aufbauen. Und wäre auch fast deswegen von der Schule geflogen, weil ich zu viel gefehlt habe. Was wollen Sie denn so wissen? Ja, es ging darum, welches die größten Probleme waren. Mathematik. Mathematik war schlimm, ja, genau. Obwohl also ich eigentlich mit Zahlen umgehen konnte, aber es waren eben Zahlen und es ist Rechnen. Aber so abstrakte Mathematik, das ist mir immer sehr schwer gefallen. Auch wenn es in früheren Jahrzehnten manche Probleme gab, die es heute nicht mehr gibt, so sind doch die Ehemaligen allesamt davon überzeugt, dass der zweite Bildungsweg nicht nur seine Berechtigung, sondern auch eine Zukunft hat.
Zum Schluss noch eine Frage zum zweiten Bildungsweg. Meinen Sie persönlich, dass der auch heute noch wichtig ist, dass der immer noch seine Berechtigung hat, dass wir den hier in Hamburg auch noch in den nächsten 50 Jahren unbedingt brauchen werden? Ich halte den zweiten Bildungsweg nicht nur für wichtig, sondern für mich ist es ein Weg zur Menschwerdung, in dem sowohl das Soziale als auch die Wissensvermehrung stattfinden. Ja, selbstverständlich. Wie das in 50 Jahren aussehen wird, weiß ich nicht. Aber alleine die Schülerzahlen, die Sie hier beheimaten hier und unterrichten und auch die Anwaltlisten, die ja offensichtlich da sind, die zeigen ja, dass die Schule gebracht wird. Das denke ich auf jeden Fall. Das, also, ich meine, gerade jetzt in diesen Tagen mit den Zuwanderern und mit den ausländischen Kindern, die neue Wege gehen möchten und müssen und sollen, damit sie hier bleiben können, für die ist das ein Anreiz, das zu tun und Deutsch zu lernen. Aber ich denke auch für ganz viele Hamburger oder deutsche Familien, wo eben doch häufig im Elternhaus so auf die Bildung, auf die Ausbildung nicht geachtet wird, da sollte den jungen Leuten die Chance gegeben werden, in dieser Umgebung und nicht nur übers Internet, sondern wirklich in der Schulsituation den zweiten Bildungsweg zu beenden. Zum zweiten Bildungsweg einfach ganz generell. Meinen Sie persönlich, dass er heute noch wichtig ist, dass er immer noch seine Berechtigung hat und dass wir hier in Hamburg auch nach oder dass wir sogar in den nächsten 50 Jahren ihn noch brauchen werden? Also das Bildungssystem ist ja, glaube ich, ein ganz Stück durchlässiger geworden. Aber ich denke, es gibt immer wieder Jugendliche, die dann zum Break machen und keinen Bock mehr auf Schule haben. Und dafür ist es unheimlich gut, wenn man eben dann zurückkommen kann in einer anderen Form und dann doch weitermachen kann. Hamburg ist ja eine Stadt, da komme ich wieder auf das Thema zurück, die sehr großen Zulauf hat, also sowohl aus dem Bundesgebiet als auch aus dem Ausland. Und gerade für diese Menschen aus dem Ausland wird es wichtig sein, Schulabschlüsse hier zu bekommen, weil sie sicherlich vielfach auch in Deutschland bleiben werden auf lange Sicht oder aber auch mit diesen Schulabschlüssen und einer Ausbildung, die sie ja machen, vielleicht auch wieder in ihre Heimaten zurückgehen und dort sozusagen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe auch erfüllen. Und diese Ehemaligen, die vor einem halben Jahrhundert oder einigen Jahrzehnten erst ihren Abschluss gemacht haben, sind fast allesamt immer noch positiv gegenüber der Abendschule eingestellt. Manche der Probleme und Fragen, die damals relevant waren, sind aber trotz der vielen Jahre und Jahrzehnte, die inzwischen vergangen sind, immer noch existent und bestimmen auch oft noch den Alltag vieler Schülerinnen und Schülern von heute, wie aus vielen Gesprächen mit ihnen deutlich wird. Und wie sieht so dein typischer Tagesablauf aus? Ich arbeite im Hotel von 6 Uhr morgens bis 13 Uhr und um 15 Uhr fängt meine Schule hier an bis 19 Uhr. Also sehr hart, muss ich sagen. Ich stehe morgens um 3 auf und gehe abends um 23 Uhr ins Bett, weil ich fast 20 Stunden jeden Tag unterwegs bin, halt durch die Arbeit, weil ich um 6 anfange und muss dann halt rechtzeitig aus dem Haus. Ne? Ja, dann versuche ich so gegen 10 aufzustehen. Genau. Und ja, dann versuche ich ein, zwei Stunden zu lernen, dann noch ein bisschen Freizeit zu haben, weil ansonsten kommt das einfach zu kurz. Ja, und dann gehe ich zur Schule und abends noch ein bisschen entspannen und dann schlafen. Spät aufstehen wegen diesen 15 Uhr nach Unterricht, dann meistens so um 11 oder so anfangen für die Schule zu lernen, abends nach Hause kommen, essen und dann wieder ins Bett. Also eigentlich noch ganz entspannt so weit. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt vor 2 Monaten noch gearbeitet, aber es hat sich dann irgendwann mit der Schule so überschnitten, weil ich immer in Schichtdienst war, dass ich jetzt gerade meine Arbeit auf Pause gelegt habe und jetzt erstmal die Schule durchziehe. Wie sieht denn so jetzt dein Alltag eigentlich aus? Also mein Alltag sieht so aus, dass ich morgens aufstehe halt, zur Arbeit gehe auf Halbtagsbasis, nach der Arbeit nach Hause kurz gehe, noch mich für die Schule vorbereite, Schulsachen packe und dann ab zur Schule gehe. Und die heutigen Motive für den Schulbesuch ähneln verblüffend oft den Motiven von vor vielen Jahren. Meine erste Frage an dich wäre, welches Ziel du eigentlich damit verfolgst, hier auf die Abendschule zu gehen? Also ich mache gerade meine mittlere Reife, also ich wiederhole es und habe noch ein Jahr vor mir. Was verfolgst du eigentlich für ein Ziel? Ich möchte mich beruflich neu orientieren und dafür brauche ich mein Abitur.
Ich habe geplant, hier mein Abitur zu machen. Das Ganze im Prinzip eigentlich nur darum, um meine Zukunft abzusichern. Ich habe derzeit zwar eine abgeschlossene Berufsausbildung, aber ob das bis zu meiner Rente reicht, weiß ich halt noch nicht. Und für viele Schülerinnen und Schüler hat sich auch heute noch, so wie auch für frühere Absolventen der Abendschule, durch den Schulbesuch vieles in ihrem alltäglichen Leben geändert. Nun gut, wie bist du denn eigentlich auf diese Abendschule hier gekommen? Das war, wie gesagt, mit meinem schlechten Hauptschulabschluss musste ich öfters vom Arbeitsamt so eine Maßnahme machen. Und dann war ich in so einer sogenannten Rakko-Schule und da war meine quasi Ausbilderin. Hatte mir gesagt, du bist doch ein helles Köpfchen, versuch doch mal Schule vielleicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin zu alt. Und dann hat sie gesagt, da gibt es doch die Abendschule für ab 18. Und so bin ich drauf gekommen. Wie hat sich, seitdem du hier am Unterricht teilnimmst, so dein Leben verändert? Ja, es hat sich sehr viel, es hat sich sehr einiges verändert. Also ich habe damals auch Probleme gehabt und so weiter. Ne, erstmal mein Bildungsstand ist dadurch gewachsen. Ich fühle mich natürlich auch wesentlich ein bisschen schlauer jetzt. Zweitens habe ich auch Probleme mit Suchten gehabt, wie Alkoholsucht und so weiter. Das ist alles komplett weg, weil ich gar nicht mehr die Zeit habe, irgendwas zu trinken. Und jetzt bin ich seit einem halben Jahr, wo ich nicht einen Tropfen Alkohol mehr getrunken habe. Halt, ne? Trotz ihrer langen und erfolgreichen Geschichte, auf die die Abendschule vor dem Holzentor nach nunmehr 70 Jahren ihres Bestehens zurückblicken kann, ist diese Institution des zweiten Bildungswegs noch längst nicht so sehr im öffentlichen Bewusstsein Hamburgs verankert, wie dies wünschenswert wäre, wie aus einigen Straßeninterviews deutlich wird. Hast du schon mal vom zweiten Bildungsweg gehört? Habe ich. Ja, ich habe vom zweiten Bildungsweg gehört. Das bedeutet, dass man erst eine Ausbildung macht und dann quasi nach der Ausbildung dann studieren kann. Richtig? So eine Art. Es ist im Prinzip eine Sache, dass man die Möglichkeit hat, nochmal einen Schulabschluss nachzumachen, weil man eigentlich vielleicht gar nicht mehr gedacht hat, dass man es machen würde. Okay. Genau. Hast du schon mal vom zweiten Bildungsweg gehört? Ja, das habe ich, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, worin der besteht. Ich kannte mal jemanden, der jetzt wohl erfolgreich sein Abitur nachgemacht hat, eben an der Abendschule. Nicht enger Kontakt, aber das hat wohl gut geklappt und die hat jetzt wieder Bock, irgendwie was zu machen. Und der ging es eine Zeit lang eben nicht gut und deshalb hat das nicht geklappt in der Schule. Und jetzt hat sie das nachgemacht und das ist wohl gut gelaufen. Auch wenn nicht alle der Befragten die Abendschule vor dem Holzentor kannten. Hast du denn auch schon mal von der Abendschule am Holzentor gehört? Noch nicht. Kennst du denn die Abendschule vor dem Holzentor? Nein, leider nicht, weil ich bin erst dazugezogen. Aber ja, vielleicht ändert sich das ja noch. Kennst du die Abendschule vom Holzentor? Ja, meine Schwester hat dort ihren Abschluss gemacht. Oder hinreichend über die Möglichkeiten des zweiten Bildungswegs informiert waren, so zeigte sich in diesen Interviews doch überwiegend eine positive Einstellung gegenüber der Weiterbildung und Fortbildung insgesamt. Was hältst du davon, dass man neben dem Beruf noch einen fehlenden Schulabschluss nachmachen kann? Finde ich sehr gut. Ich finde es eine super Möglichkeit für Leute, die halt noch währenddessen arbeiten müssen, ihren Schulabschluss nachzuholen. Das finde ich sehr gut. Also wenn man zum Beispiel, was weiß ich, einen Realschulabschluss hat und arbeitet ganz normal und möchte unbedingt das Abitur nachmachen, weil man das dann braucht als Voraussetzung für ein Studium, Fachstudium, je nachdem, welchen Zweig man nimmt, finde ich sehr vernünftig. Wie wichtig für sehr viele der ehemaligen Schülerinnen und Schüler die Existenz der Abendschule ganz allgemein war und wie viel sie ihnen hinsichtlich ihrer persönlichen Karriere und Lebensplanung bedeutete, haben wir ebenfalls durch einige Interviews zu erfahren versucht. Wahrscheinlich passiert das hier ganz vielen Studenten oder Schülern genauso wie mir. Ich habe meinen Mann hier kennengelernt vor 50 Jahren und wir haben also viel im Leben daraus gemacht. Aus uns und aus der Familie. Und ich glaube, wir beide haben diese Erfahrung gemacht, nicht aufgeben. Er hat 5 Jahre hier gebraucht zum Abitur. Er kam aus dem Nichts, Französisch und kannte aus dem Zweiten Weltkrieg praktisch als Findelkind sozusagen entlassen und hat also alles hier gemacht. Und wir haben gesagt, das kann man schaffen und das kann man auch wirklich schaffen. Man kann eigentlich jedem jungen Menschen nur sagen, sei kritisch. Ob er zum Arzt geht, ob er an Politiker glaubt oder auch nicht, ob er auf irgendwelche Versprechungen hört oder auch nicht, er muss kritisch sein. Er muss alles zumindest für sich selbst hinterfragen. Ist das glaubhaft? Ist das belastbar? Ja? Die Welt ist so, das ist jetzt natürlich vielleicht nicht so ein gutes Schlusswort, aber es gibt sehr, sehr viele miese Elemente auf der Welt.
In diesem Sinne kann die Abendschule vor dem Holstentor nicht nur auf eine lange und erfolgreiche 70-jährige Geschichte zurückblicken, sondern auch hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft. Denn ihre Existenzberechtigung als eine der zentralen Bausteine des zweiten Bildungswegs wird morgen so notwendig sein, wie sie es heute ist und vor 70 Jahren war. Wenn du jetzt so daran denkst, wie die Abendschule so ist, würdest du die Abendschule vor dem Holstentor auch anderen Leuten weiterempfehlen? Auf jeden Fall, ja. Ja, also wie gesagt, ich habe ja selber meine zweite Chance hier gekriegt mit einem schlechten Abschluss. Und jeder, der sich denkt, ich hatte vielleicht familiäre Probleme und so und will jetzt nochmal zur Schule gehen, dann würde ich nur nahelegen, hier zur Abendschule zu kommen, weil hier wird man wirklich gut gefördert und man kann seinen Abschluss nachmachen. Ist natürlich die Frage, ob die Leute denn auch bereit wären, das nochmal zu versuchen. Ich habe auch einige schon mal drauf angesprochen, aber die meisten trauen sich das nicht zu, das nochmal zu versuchen. Und wie wichtig gerade die Kostenfreiheit für diejenigen ist, die an der Abendschule ihre Schulabschlüsse nachholen wollen, wird in vielen Interviews auch immer wieder mehr als deutlich. Halten Sie es für richtig, dass Schülerinnen und Schüler für den zweiten Bildungsweg nicht bezahlen müssen? Ja, das halte ich für richtig. Weil Bildung nichts kosten darf, denke ich. So meine Meinung. Es ist nicht nur richtig, es ist wichtig, ja. Finde ich total wichtig, weil Bildung sollte immer unabhängig vom Einkommen sein. Haltet ihr es auch für richtig, dass die Schülerinnen und Schüler für diesen zweiten Bildungsweg nichts bezahlen müssen? Ja, ich denke, Bildung sollte für jeden offen stehen und dass man das dann auch kostenlos nutzen kann, ja. Okay, super. Und wie siehst du das? Sehe ich genauso. Das sollte eigentlich normal sein, ja. Das sollte eigentlich die Voraussetzung sein, dass jeder zu jeder Zeit immer sagen kann, ich möchte den und den Schulabschluss machen und ich bezahle dafür nichts. Wie gesagt, weil dann hat auch wirklich jede Einkommensschicht die Möglichkeit, noch was zu machen, ne?
trotz aller gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Veränderungen, die seit Jahrzehnten das Gesicht von Hamburg verändert haben, ist und bleibt die Abendschule vor dem Holstentor eine Konstante im Bildungswesen der Stadt Hamburg und ein unverzichtbarer Stützpfeiler der Erwachsenenbildung und des zweiten Bildungswegs. Und auch weiterhin wird es vermutlich auch in Zukunft noch viele Hunderte und Tausende von Schülerinnen und Schülern geben, die hier erfolgreich ihren schulischen Abschluss erreichen und sich somit auch persönlich neue Wege für ihr Leben und ihre berufliche Karriere eröffnen werden.
Sagt er irgendwas? Wenn das über Wochen und Monate erarbeitete und gedrehte Material für einen Film wie den zum 70-jährigen Jubiläum der Abendschule vor dem Holstentor, der inzwischen ja Gott sei Dank fertig ist, nachträglich wieder besichtigt wird, wenn alle gemachten Filmaufnahmen noch einmal im Rückblick kritisch angesehen werden, dann bleibt es nicht aus, dass plötzlich neben den gelungenen Szenen auch die komischen, für den Produktionsprozess typischen, nachdrücklich in den Blick geraten. Wir haben hier alle diese vereinzelten und kleineren Szenen und Sequenzen der abgedrehten Aufnahmen und verarbeiteten Interviews, die uns geeignet erschienen, versammelt, haben ihnen eine, wie uns erschien, passende Ordnung gegeben und daraus ist dann dieses Making-of entstanden. Dabei geht es keinesfalls darum, die eine oder die andere Mitarbeiterin bei den Drehaufnahmen bloßzustellen oder den einen oder den anderen Akteur lächerlich zu machen, sondern wir wollten ein echtes, ehrliches und unverfälschtes Bild dessen zeigen, was am Set bei den Drehaufnahmen so alles passiert ist oder auch nicht geklappt hat oder was einfach irgendwie witzig war. Wir wollten also auch ein klein wenig von der Stimmung, die während des Drehs im Team typisch war, sichtbar und nachvollziehbar machen. Nimmt er auf. Nimmt er auf? Ja, jetzt nimmt er auf. Hier ist stark. Ja. Und würdest du die Abendschule vor dem Holstentor auch weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Ich wollte nur guten Tag sagen, weiter gar nichts. Dann danke ich dir für dieses wunderbare Probeinterview, das gerade eben aufgezeichnet wurde, samt deiner Hausdaten, die jetzt leider auf Twitter veröffentlicht werden. Alles klar, danke auch. Danke, jetzt kannst du das machen. Und würdest du die Abendschule vor dem Holstentor auch weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Ich wollte nur guten Tag sagen, weiter gar nichts. Wir stellen nur deine Daten auf Facebook und deinen Standort. Und würdest du die Abendschule vor dem Holstentor auch weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Ich wollte nur guten Tag sagen, weiter gar nichts. Test, 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 test. Nochmal was? Test, 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 test. Nochmal was? Ja. Reicht das? Ja, das reicht vollkommen, danke. Stopp! Runter! Weggucken! Weggucken! Gut, okay. Und Sie können sicherlich, ach so, und das Abitur von damals im Jahre 1975 ist sicherlich etwas, auf das Sie... Und würdest du die Abendschule vor dem Holstentor auch weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Und nochmals vielen Dank für dieses Interview und ich wünsche Ihnen noch alles Gute für Ihr persönlich, für Ihre persönliche Zukunft. Vielen Dank. Ich habe leider keine Zeit mehr. Sonst kannst du das nicht übernehmen. Die Woche hat 5 Tage.
weiß dann nicht zu sagen. Die Woche hat 5 Tage, von Montag bis zum Freitag, an denen ich mich plage. Von Montag bis zum Freitag. Das Wochenende dann hab ich noch längst nicht gut. Ich lerne immer zu, was ich nur lernen kann. Die Woche hat 5 Tage, von Montag bis zum Freitag, an denen ich mich plage. Von Montag bis zum Freitag. Die Woche hat 5 Tage, an denen ich mich plage. Die Woche hat 5 Tage, vom Montag bis zum Freitag, an denen ich mich plage, vom Montag bis zum Freitag. Wenn er Nein sagt, was mache ich dann? Weiter. Okay. Was sagen Sie dazu? Also ich finde es... Ich weiß. Können Sie nochmal in die Kamera gucken? Gemeinsam. Was sagen Sie dazu? Also ich finde es toll. Ich weiß. Und können Sie nochmal in die Kamera gucken? Ja. Gemeinsam. Das ist einer hinter... Seid ihr damit einverstanden, dass wir das auf unsere
Schulwebsite hochladen? Ja. Okay. So, seid ihr der Meinung, dass man in jeder Lebensphase, ob alt oder jung, ob man die Schulbank drücken könnte, ob alt oder jung? Du bist jetzt. Wie drücken könnte halt. Wie bitte? Nochmal die Frage bitte. Von der Raumschiff Enterprise war auch los, der war der Sprachübersetzer kaputt und den hatten sie den Preis nicht. Also, ist es in Ordnung für dich, dass wir das Gespräch aufzeichnen und dass das Ganze am Ende praktisch ins Internet gestellt wird? Ja, ist in Ordnung. Okay, wunderbar. Und vielen Dank für das nette Interview und wünsche ich dir alles Gute, Noel. Danke. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. Sie haben zum Ende der PK30 in der Autorität, also in Fächern. Und fühlt sich gut, oder? Natürlich fühlt sich gut. Ja, was geht denn gerade? Du dich auch als Kameramann? Nee, ich nicht. Alphabetisch ausgeklappt, ja, wie so richtig. Herzlichen Glückwunsch. Und fühlt sich gut, oder? Natürlich fühlt sich gut. Ja, was geht denn gerade? Du dich auch als Kameramann? Nee, ich nicht. Alphabetisch ausgeklappt, ja, wie so richtig. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Hallo. Wie geht's denn Ihnen? Dankeschön, ausgezeichnet. Und Ihnen? Auch ganz gut. Auch ganz gut, prima. Sagen Sie, Sie haben doch Abitur im Dezember 2014, vorher Jahr gemacht bei uns, ne? Wie ist es denn Ihnen ergangen? Sie meinen von damals bis jetzt? Ja. Ja, ja, ich habe in den letzten Monaten war ich so ein bisschen bis hin zu meinem Studium. Ich habe heute nämlich die Zulassung bekommen von der Uni Hamburg. Welches Fach denn? Afrikanistik? 8 Semester. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, ich war in den letzten Monaten war ich immer wieder mal an der HFBK, Hochschule für Bildende Künste, im Bereich Ästhetik, Filmästhetik. Und ja, und da wurden einige Filme aus Afrika unter anderem gezeigt. Und nachdem ich an der HFBK nicht angenommen wurde, dachte ich mir, studierst du einfach mal Afrikanistik.